Die offizielle Verwaltungsgliederung Somalias, die in ihrer zuletzt gültigen Form 1974 eingeführt wurde, teilt das Land in 18 Regionen ein, Plural Gobolada, Singiala Gobolka, die ihrerseits in Distrikte untergliedert sind. Diese Gliederung hat seit dem Sturz der Regierung unter Siad Barre und dem Ausbruch des somalischen Bürgerkrieges 1991 nur mehr beschränkte Bedeutung, da keine funktionierende Regierung existiert. Die Gebiete Somaliland und Puntland im Norden Somalias sind faktisch autonom und haben für ihre Verwaltung die vorher bestehende Einteilung grundsätzlich übernommen, jedoch verschiedentlich abgeändert. Weite Teile von Süd- und Zentralsomalia sind zwischen verschiedenen Clans und Kriegsparteien umkämpft. Neben Somaliland und Puntland haben im Verlauf des Krieges weitere Gebiete wie Südwest-Somalia, Jubaland, Galmudug und Makia ihre Autonomie oder Unabhängigkeit ausgerufen. Sie konnten ihre Verwaltungsstrukturen jedoch nicht in dem Maße festigen, wie dies in Puntland und Somaliland gelang. Für die Bundesrepublik Somalia wurde im Dezember 2014 die gesetzliche Grundlage zur Bildung der Boundary and Federalization Kommission geschaffen, einer Kommission, die im Rahmen einer Neuordnung mit der Feststellung und Verhandlung der Grenzen zwischen ihren föderalen Mitgliedstaaten, bislang autonomen Regionen, beauftragt ist.